Willkommen zu einer neuen Pizzicato TV-Folge. Jetzt ist ja unsere erste Woche um. Genau, und nächste Woche steht auch, also an sich nicht so viel an, außer so Elternsprechtage oder ich glaube auch solche Beitage für die 7. oder so. Aber das meiste wird euch Frau Bachmann nochmal erklären, was jetzt die letzte Woche passiert ist und was nächste Woche noch so passieren wird, beziehungsweise diese. Genau, also ich hoffe einfach, ihr hattet eine schöne erste Woche, seid gut reingekommen, aber ich meine, also auch aus unserer Erfahrung war die erste Woche sehr entspannt jetzt noch. Vor allem die ersten zwei Tage, weil ja auch so viel weggefallen ist. Ja, also für uns, ich glaube so ab 11. Ja. Und wir hoffen natürlich, dass die 7. Klassen auch eine schöne Einschulung hatten aufs Gymnasium. Ja, genau, also alle, die neu dazugekommen sind, dass ihr euch vielleicht heute, dass ihr euch die erste Woche jetzt auch schon ganz gut eingefunden habt. Wenn nicht, es wird noch. Es wird definitiv noch. So, ja, dann mache ich direkt weiter mit unserem kuriosen Feiertag für heute. Und zwar ist es der Tag des Wolkenkratzers. Ja, leider haben wir nicht so viele Wolkenkratzer in der Ruppin, aber vielleicht befindet ihr euch die nächste Zeit mal in einer etwas größeren Stadt, wo ihr dann vielleicht auch welche zu Gesicht kriegt. Ja, und passend dazu habe ich mir dann auch direkt Song der Woche ausgesucht. Und zwar Lila Wolken von Materia. Ja, ist ein sehr schönes Lied, kann ich nur ans Herz legen. Ja, vor allem ich finde, es erinnert mich auch sehr krass an meine Jugend, an meine Kindheit, weil das Lied ist ja schon ein bisschen älter und es kennt eigentlich jeder. Es sollte man kennen. Ja, wenn nicht, hört es euch unbedingt an. Unbedingt, ja, vor allem dann. Ja, genau. Und jetzt im zweiten Teil, wie ich schon angekündigt habe, wird jetzt Frau Bachmann nochmal so ein paar News der ersten Woche und der zweiten Woche erzählen, was passiert ist, was jetzt halt noch passieren wird, auch hinsichtlich unseres 30-jährigen Jubiläums und dem Schulfest dann, was dazu passend ist. Genau, also viel Spaß beim zweiten Teil. So, wir haben ja jetzt unsere erste Schulwoche überstanden, beziehungsweise überstanden ist jetzt zu viel gesagt, unsere Woche, also auf jeden Fall bei den Schülern, war sehr entspannt, würde ich jetzt so sagen. Und wie sah dann bei Ihnen die Woche aus und was ist passiert? Ja, bei uns oder bei mir war es auch sehr entspannt. Erstmal sehr herzliche Grüße, Lena, dass wir uns hier wieder so sehen und eine neue Folge drehen. Ja, das die erste Woche war gekennzeichnet durch viele Ankommensrituale, unter anderem auch durch Gottesdienste. Wir haben die Erstklässler begrüßt in der Andacht. Am Sonnabend war dann der große Grundschulgottesdienst mit dem Thema Jeder ist genial. Das Thema finde ich total gut, was Frau Plath und Evi Thomas Gefellenberg sich mit Schülerinnen und Schülern ausgedacht haben. Und am Dienstag haben wir dann die neuen Schülerinnen der 7. Klasse und der 5. Klasse begrüßt. Und da war das Thema Arche Noah. Und auch da fand ich das sehr angenehm, die Atmosphäre. Und ich glaube, dass die Schülerinnen sich sogar auf die Schule freuen. Das heißt, das bedeutet, dass wir uns alle gut erholt haben, obwohl es ja so ein bisschen regnerisch das Ferienwetter war, aber das machte ja nichts. Ja, das war so die erste Schulwoche. Ach ja, und dann war das Pilgern ja noch. Und zwar, unsere Gruppe ist diesmal in Nordspanien und wir konnten ja schon einige Bilder sehen und ich hoffe, die Anstrengung lohnt sich, sie machen dort viele gute Erfahrungen und nehmen uns mit auf den Weg. Und wir werden dann, wenn sie wiederkommen, eine Andacht hören und dort über die Erlebnisse werden dort die Schülerinnen dann berichten. Ja, so war die erste Woche, Lena. Genau, und dann kommt ja jetzt auch direkt die zweite Woche und damit ja auch unser Schulfest. Das ist ja das 30. Jubiläum von unserer Schule und da steht ja bestimmt ein bisschen an, also ein paar besondere Sachen, was ist das denn so? Ja, das Besondere ist, dass alle Themen oder alle Feste, die wir jetzt begehen, unter diesem Thema stehen. Wir haben uns ja im letzten Schuljahr oder auch ihr schon ein bisschen vorbereitet. Und zwar ist es dann das große Schulfest, was am Freitag stattfindet. Und zwar beginnt das Schulfest um 16 Uhr. Dort gibt es viele Angebote im Stufentheater. Und wir freuen uns riesig, wenn viele Eltern uns auch besuchen. Zumal dann am Abend noch eine ganz tolle Band spielt. Und die Schülerinnen kennen ja diese Band schon, weil es auch ehemalige Schüler sind. Ich glaube, liebe Eltern, wenn sie im letzten Jahr waren, können sie sich auch diese tolle Musik erinnern. Zwischendurch gibt es einen Festgottesdienst und zwar in der Klosterkirche um 18 Uhr. Dort wird auch der Bischof predigen und dort sind ja Schülerinnen von auch da und auch Eltern. Und wir werden dann gemeinsam zum Schulfest gehen und der Bischof wird dann noch ein Segen sprechen, sodass wir uns alle mitgenommen fühlen für die Feier. Ja, und dann gibt es noch ganz was Besonderes. Und zwar müssen wir so ein bisschen noch tanzen.
Und zwar haben die Schülerinnen einen Flashmob konzipiert und das wird dann auf dem Schulhof findet dann statt. Und ich glaube, ihr werdet ja auch diesen Flashmob jetzt einstellen und dann können Sie, liebe Eltern, und wir Lehrer und die Schülerinnen üben ja schon, das gut üben und vielleicht haben Sie Lust, das dann auch mitzumachen. Nochmal ein Hinweis, unser Parkplatz ist zu und zwar müssten Sie Ihre Autos woanders parken und auch die Fahrräder, weil wir das ein bisschen absichern möchten, sodass wir auch das gut miteinander feiern können und keine Zwischenfälle haben. Und Sie dürfen nur konzertausgestattet kommen, das heißt also Rucksäcke sind nicht erlaubt und das werden wir auch entsprechend kontrollieren, aber das sind Sie ja schon sicherlich gewohnt von vielen anderen Besuchen, Konzertbesuchen. Und noch ein Highlight, wir haben ja bis um 22 Uhr nur auf dem Schulhof, danach geht es in Tasca weiter und es spielt 50 Up. 50 Up, das kennen auch ganz viele von uns und dort spielt auch diesmal wieder unser ehemaliger Hausmeister mit. Also auch nach 22 Uhr können wir gut feiern und die Tasca-Leute sind sehr vorbereitet, zumal ihr dann auch nochmal die Ehrengäste hier auf dem Schulhof betreut. Ich hoffe, dass ich jetzt das so einen guten Ausblick gegeben habe, Lena. Ja, ich denke. Ja. Und ich merke schon bei den Schülern, die sind sehr aufgeregt. Wir haben ja auch eine Moderation. Die Elftklässler moderieren dieses Schulfest und wir haben auch Generalproben, wo das Programm dann im Stufentheater stattfindet. Das heißt, parallel zum Gottesdienst findet auch hier auf dem Schulhof Aktivitäten statt, sodass die Eltern halt auch gut mit eingezogen werden, die jetzt nicht am Gottesdienst teilnehmen können. Ja. Und danke für die Infos, aber von unserer Seite bestimmt auch von den Eltern, die sich das Video jetzt anschauen. Und falls Sie oder Ihr Kinder nicht kommen können, wir filmen das natürlich auch mit Pescado nochmal mit, das Schulfest. Also da verpasst ihr dann auch nichts. Aber Lena, ich denke, es kommen ganz viele. Und wie immer hoffe ich auch, dass wir Glück haben mit dem Wetter, denn bei dem Einschulungsgottesdienst hat das Wetter gut mitgespielt. Und ich glaube, nächsten Freitag wird es sogar noch ein bisschen warm. Also lassen Sie uns gemeinsam feiern. 30 Jahre EFI, hier hängt ja auch der EFI-Fisch. Zum 30-jährigen Jubiläum haben wir uns vorgenommen, mit der gesamten Schulgemeinde einen Flashmob zu machen. Den habe ich mit meiner Klasse erarbeitet und das folgende Video soll euch helfen, mit euren Eltern, Großeltern, Lehrern gemeinsam zu üben, dass wir dann am Schulfest das richtig rocken können. Und jetzt das Video. Viel Spaß! Thank you.
von unserer Seite würden wir uns jetzt verabschieden. Genau, das war's mit der heutigen Pescado-TV-Folge. Wir hoffen natürlich, sie hat euch gefallen. Ja, und denkt dran, nächstes Mal wieder einschalten, weil für alle, die beim Schulfest nicht da waren, wie ich schon gesagt habe, aber Frau Bachmann meinte natürlich, es werden bestimmt viele da sein, hoffentlich auch, werdet ihr sonst sehen, was so passiert ist. Und wir hoffen natürlich auch, dass ihr ein paar treue Zuschauer sind, die uns dann vielleicht am Schulfest auch ein Interview geben. Ja. Genau. Tschüss!